Inviten Fortgänger der Unterhaltung über die beiden Orientalen. Es sollte ich, wie man mir gesagt hat, dass der Erzkanzler Kommissar beiden eines Tages ein großes Diener gegeben habe. Auch Greiker aus denselben Gegenden und von derselben Religion hätten sie doch dabei sehr viele Verschiedenheiten gezeigt. Der Türke, ein Schüler Omas, war der Jansenist. Der Perser, ein Anhänger aus der Jesuit, mein Skizze, dass sie sich bei diesem Maler hinsichtlich des Feinds einander gegenseitig wie Schaffessen nur wegen Fleißschaffens auf Feiertagen hätten tun können, wie erwacht hätten. Der Türke. Gar suchtig und unwissend, ward für einen bloßen dicken Dummkopf erklärt, dagegen der Perser, der Gelehrte und sehr gesprächig war, für einen geistvollen Mann galt. Man bemerkte, dass er alle Speisen mit der Hand nehme. Und bei Tafel nur die Finger brauche und bei neue Augen seiner Nachbarn auf dieselbe Art wie diente. Einer unserer Gebrauche fiel ihm auf, nämlich der, dass wir so allen Speisen Brot essen. Er begriff nicht, sagte er, wie wir uns für verpflichtet halten konnten, so allen sagte, dieselbe Sache wieder zu essen. Ich glaube schon gesagt zu haben, dass den Kaiser nichts mehr unterhält und zertritt. Als Erzählungen von Sitzungen und Anekdoten aus unseren großen Gesellschaften, die Emigration, die Vorstadt Sankt German, waren die Gegenstände von denen er am liebsten mit mir sprach, wenn wir miteinander alleine waren, und er erklärt mir dies, indem er einmal sagte, ich kannte die meinigen genau, aber jener sind mir immer fremd geblieben. Übrigens bemerkte er, liege der natürliche Trieb in ihm, zu wissen, was bei Nachbar war gehe. Das Gewatterwesen der kleinen Städte. Nicht etwa fügte er hinzu, als ob man in der Seite meiner Magd mir nicht viel verursachte hätte. Aber wenn man mir Gutes sagte, so nahm ich mich reich in Akt. Ich fürchtete mich dann vor so Dringlichkeiten. Und wenn man Böses sprach, so rock ich schon Engerei und musste mich vor Verrackertungen gegen die Sprechenden hüten. Hier tritt keiner von diesen Fällen ein. Meine Liebe, Sie und ich sind schon in anderen Welt. Wir sprechen in dem Reiche der Toten miteinander. Sie sind ohne Interesse dabei und ich ohne Misstrauen. Ich bin nur also sehr glücklich, wenn sich die Gelegenheit darbot. Denn ich benutzte sie, um eifrig zu erzählen. Übrigens, er riet mich der Kreise in dieser Hinsicht und er schwieg mir es auch nicht, denn am Schluss einer meiner Geschichten zwickte er mich in die Ohren und sagte mir mit einem mich innig erfreuenden Tonne, ich habe in ihren Atlas die Anekdote gefunden, dass als eine Fantasie der König in einem abscheulichen Gefängnis ein
gemauert zu warten. Ein Soldatum die Erlaubnis gebeten und sie erhalten habe, sie mit ihm einsperren zu lassen, um ihn zu unterhalten, indem er ihn entweder selbst zum Sprechen fragte oder ihm etwas erzählte. Mein Lieber, Sie sind so ein Soldat. Er erzählte ihm also sogleich die Mortifikation, die man auf Herrn Marois Rechnung geschoben habe, und sie war dem Kaiser neu. Maus sagte nämlich, Eiskerkran habe eines Tages, als er krank und mit seinem persischen Arzt unzufrieden gewesen, befohlen, dass man Herrn Boudoir, einen der berühmtesten Ärzte in Paris, rufen solle. Man irrte sich den Namen und ging zu Herrn von Marois, Erminster des Schadens, damals Präsident des Rechnungshofes, Exzellenz der persischen Gesandte, sagte man zu ihm, sind sehr krank und wünschen eine Unterredung mit ihnen. Herr von Marois sah freilich anfangs nicht ein, in welchen Versicherungen er so dem persischen Gesandten stehen konnte. Doch war diesen der Abgeordnete eines großen Fürsten und die Eitelkeit weiser Sieger überall zu Rechte zu finden. Er ging also in vollsten starrte dahin, und man musste gestehen, dass sein Anzug, seine Haltung, seine Gesichter gar nicht dazu geeignet waren. Eiskerkran so enttäuschen, sobald ihm dieser also gefährdet, streckte er ihm die Zunge entgegen, hielt den Arm hin und zeigte auf den Puls. Diese gestern saßen Herrn von Marbois. Es war etwas in Verwunderung. Es konnte diese ja aber eine orientalische Sitte sein. Er nimmt also die Hände und brückte sie ihm. Da treten feierliche vier große Lekaffen ein und stellen dem Herrn Irrminister ein Hochster und weideutiges Gesäß vor die Nase und sich aber dann just dann des Kranken desto unterrichten zu können. Bei diesem unerwarteten Anblick werde der ernsthafte Herr von Marbois ganz rot vor Ärger und fragte, was man von ihm wolle. Alles krähte sich nun auf. Herr Vaudois hatte man haben wollen. Die bloße Namensähnlichkeit hatte das ganze Missverständnis herbeigeführt, aber Herr von Marbois fiel doch nun der ganze Stadt zum Gelächter. Und lange dürfte er sich nirgends sehen lassen, ohne dass man nicht weiß, einen Augenblick überall in die latteste Lustigkeit ausbrach.